Hallo ihr Lieben, Hallo. herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration und herzlich willkommen zu einer neuen Challenge. Ja, ich habe ein paar Kekse vorbereitet in drei Formen. Einmal habe ich hier Herzchen. Okay, sehr schön. Dann Weihnachtsbäumchen oder Tannen. Ich finde, momentan sind es noch keine Weihnachtsbäume. Nee. Und es gibt noch Sterne. Und wir haben hier super viel Dekomaterial. Ein bisschen Chaos haben wir hier gerade. Wir haben hier Galaktika-Kuchenglasur in Blau. Mit Bubblegum-Geschmack. Wir haben verschiedene Streusel in verschiedenen Farben. Dekoschrift mit Glitzer. Wir haben Schokolade. Wir haben Glitzersterne. Farbstifte für Lebensmittel. Finde ich auch spannend. Wir haben hier Haribo. Wir haben eisblauen Glitzer. Oder Kokosraspeln, Emojis. Ja, Emojis müssen auch immer sein. Auf jeden sein. Fall super viele coole Sachen, mit denen man die Tannen und Sterne und Herzchen dekorieren kann. Wir wollen das Ganze wieder so machen, dass wir uns aufteilen. Genau. Und jede wird ein paar schöne Kekse dekorieren. Ja. Das eine Video wird dann bei Do It Yourself online kommen. Also genau. Mein Video wird bei Do It Yourself Inspiration online kommen. Und Evas Video? Bei Do-It-Yourself-Inspiration Koch und Backclub. Da findet ihr das Video, wie ich die Kekse dekoriere. Die beiden Videos sind natürlich jetzt auch schon online. Also könnt ihr auf unsere beiden Kanäle gucken und dann findet ihr das Ganze. Und am Ende kommen wir wieder hier zusammen und zeigen uns die Ergebnisse. Und vielleicht können wir dem einen oder anderen von euch noch ein paar Anregungen geben, wie man Kekse schön dekorieren kann. Ja. Wir versuchen ganz verschiedene coole Muster zu benutzen. Ja, und dann kann es, glaube ich, schon losgehen. Ganz genau. Und Achtung, fertig, los. So, da sind wir wieder zusammengekommen. Ja, mit unseren Keksen. Mit unseren Ergebnissen. Jetzt ist Ergebnispräsentation, Eva. Hier diese sechs sind meine. Du hast, glaube ich, ein paar mehr, ne? Ich habe acht insgesamt. Ja. Ich habe... Deine Chance ist also größer zu gewinnen. Ich habe als Grundlage einmal grünen Zuckerguss genommen und als zweites habe ich hier noch diesen Bubblegum-Zuckerguss, den wir schon mal zusammen getestet haben. Ja. Ich hatte in meinem Video schon gesagt, da waren viele Leute super begeistert von. Wir waren ja beide eher so, ja, genau. Bubblegum, das schmeckt so extrem nach Eis. Aber ich glaube, viele finden das sehr, sehr cool. Und da dachte ich, verbinde ich das Ganze nochmal mit Weihnachten und mit so blau, mit den Sternen und... Ja, sieht auch sehr schön aus. Ja, also so diese schönen Pastellfarben, so mit rosa und hellgrün und blau. Also ich dachte, vielleicht ist blau nicht so unbedingt typisch weihnachtlich, aber ich dachte, ich mache mal ein bisschen was anderes. Ja. Ja, ich habe erstmal gestartet mit diesen Filzstiften hier außen. Mhm. Das hat nicht so gut funktioniert. Da habe ich dann weitergemacht mit dieser Zuckergussfarbe in Glitzer. Und die fand ich richtig gut. Aber irgendwann bin ich dann noch auf Schokolade umgestiegen. Ja. Und habe dann hier noch ein paar mit Schokolade. Ich finde, diese Taler sind auch immer total niedlich. Ja, finde ich auch. Die machen es richtig schön bunt alles, ne? Ja. Und diesen hier finde ich eigentlich wirklich am coolsten, muss ich sagen, von allen. Ja, das ist auch ein bisschen mein Favorit. So witzig. Ja. Mit diesen Äuglein und diesem kleinen Mund. Der ist total cool. Ich habe zufällig bei den Streuseln dann genauso einen Streusel gefunden, der aussah wie der passende Mund. Also, ja. Also der ist einfach, im Endeffekt ist es super einfach, ne? Es ist eine einfache Idee, aber total niedlich. Also mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Mir auch. Und ihr könnt ja in unseren Videos dann sehen, wie wir das gemacht haben. Genau. Und hier könnt ihr jetzt unter dem Video abstimmen, was so euer allerliebster Keks ist. Wenn ihr einen Favoriten habt, schreibt es uns unten in die Kommentare rein. Also hast du auch einen Favoriten, Eva? Ich glaube tatsächlich der mit den Augen. Ich finde den so cool. Ja, mir gefällt der auch echt gut. Also das ist auch mein Favorit und mir gefällt dieser hier auch ziemlich gut mit diesem Glitzer. Ja. Weil das so Silberglitzer ist und dann noch mit diesen, wie so ein bisschen Eiskristalle. Aber von deinen gefällt mir das auch echt gut hier mit diesem Grün mit den Streuseln drauf. Ja, das soll so ein bisschen Lametta sein. So richtig wie Tannen, ne? Also, ja. Das waren diese Fußballstreusel. Und ich finde auch immer so grün oder auch Schoko und damit so Sternchen, das mag ich auch sehr gerne. Ja, also eigentlich sind alle schön. Aber vielleicht habt ihr auch so euren Lieblingskeks hier. Dann, und auch wenn Weihnachtskekse nicht so hübsch sind, sind sie trotzdem lecker. Ja, auf jeden Fall. Also ganz viel falsch machen kann man da ja meistens nicht. Also ich glaube, es sagt keiner, der Keks ist so hässlich, den kann ich nicht essen. Nee, nee, das glaube ich auch. Und vor allem, wenn dann auch noch irgendwie sowas drauf ist, dann nimmt man den auf jeden Fall gerne. Auf jeden Fall. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, welcher euer Lieblingskeks ist, wer gewonnen hat vielleicht auch. Ja, schreibt also, es uns ist ja einfach, eine Challenge, es ne? Ist eigentlich eine Challenge, ja. Schreibt uns rein, wer wohl gewonnen hat, was cooler ist, was euch besser gefällt. Ich muss sagen, also von mir geht der Punkt auf jeden Fall an dich. Ja, total süß. Ich bin begeistert. Und ja, schaut auch bei meinem Video auf Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub vorbei. Da seht ihr dann, wie ich diese Kekse hier hübsch dekoriert habe.
Ja, und sonst schaut natürlich auch unsere vielen anderen Videos, unsere vielen Weihnachtsvideos. Unsere Adventskalender. Genau. Und sonst abonniert unseren Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt. Abonniert auch den Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub. Ganz genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration. Tschüss. Tschüss.